Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Yuppie Psycho. So, wie ihr sehen könnt, wir sind wieder unter Wasser. Das ist wieder die Sache mit diesen weißen Blümchen, die hinter uns her sind. Ganz kurze Info, ich blende das jetzt mal ein, weil es kam unerwartet eine Szene, die anders verlief. Sie läuft jetzt gerade im Hintergrund. Wie ihr sehen könnt, hat Ray nämlich diesen Dolch, den wir ja stibitzt haben, an sich genommen und hat gemeint, dass das eine Gefahr wäre und dass sie den deswegen zerstören muss. Okay, ich hatte gedacht, dass wir den später verwenden können, aber trotzdem wird sich ja sicherlich dadurch jetzt eine Veränderung ergeben, dass Hugo den Dolch nicht verwenden kann gegen... ich weiß auch nicht mehr, ich komme langsam durcheinander. Ich hoffe, ihr habt mir unter dem letzten Part geschrieben, wie jetzt das Ende wirklich zu interpretieren ist, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wer jetzt wer ist. Ich glaube, Ray war wirklich Ray und Domori ist im Körper einer falschen Ray. Glaube ich. Naja, ich bin gespannt, was ihr so geschrieben habt, auf jeden Fall unter dem Part. So, es gibt aber noch ein super-duper Ende. Das kriegen wir aber nur, wenn wir hier alle vier Teile des Codes finden, uns nicht erwischen lassen, fünfmal von den weißen Würmchen. Und dann müssen wir diesen Code, wie ich mir schon gedacht hatte, im Aufzug eingeben. So, verzeiht mir, ich habe jetzt einfach mal nachgeguckt, wie wir das hinbekommen. Und ich bin eigentlich ganz froh, weil ich glaube, ich hätte es nicht hinbekommen. Es ist doch ganz schön kompliziert. Und wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg. Erstmal Richtung Westen. Und eigentlich hätte ich da auch dran denken können. So. Ich muss vorsichtig sein mit den Würmchen, dass sie uns nicht erwischen. So, hier irgendwo. Genau, hier ist ja so eine Stelle, wie wir sie schon häufiger hatten. Wo man diesen Knopf verwenden kann. Auch das müssen wir jetzt hier machen. So. Das ist schon mal eine Hilfe. Ich werde hier trotzdem natürlich versuchen, möglichst viel einzusammeln. Aber es geht natürlich vor zu überleben. So. Jetzt muss ich mal mich hier kurz konzentrieren, wo hier überall noch was war. Also, es hatte auch jemand geschrieben, bestimmt ist noch was. Okay, hier haben wir schon mal einen. Das ist doch super. So, das glitt einfach in unsere Aktentasche. Ich glaube, an diesem hier soll was sein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, super. Okay, den haben wir auch. Ich schaue hier noch ein bisschen, ob da was Interessantes drin ist. So, hier müssen wir auch nochmal den Knopf verwenden. Aha, da haben wir jetzt nämlich eine Aktentasche, an die wir jetzt rankommen. So, jetzt wird es wahrscheinlich schon langsam eng. Okay, hier haben wir jetzt noch eins. Da ist nichts. Eine Batterie erhalten. Eigentlich müsste hier unten noch was sein. Ach so, ich glaube, das waren die vier. Moment. Genau. 2, 4, 6, 8. Es sind aber mehr Stellen. Da vorne sind noch 3. Und ich weiß nicht, woher man das wissen soll, aber da kommt dreimal die Glocke am Anfang. Oh, scheiße. Sorry. Okay, ich glaube, wir heilen uns mal. Ich habe vergessen, dass die Minen da im Weg sind. Nehmen wir mal 2 Coke. So, beziehungsweise, wir wurden ja noch nicht einmal erwischt von den Viechern. Also können wir uns eigentlich noch ganz kurz umgucken. Eieiei. Okay, das war knapp. Super. Okay, dann haben wir jetzt noch ein paar Sachen entdeckt. Sehr schön. Ich glaube, jetzt reicht's auch. Jetzt gehen wir weiter. Wir gehen in den Aufzug und geben den Code ein. Okay, wir hatten ja schon mit ihm geredet letztes Mal. So, also Glocke. Glocke. 2, 4, 6, 8. Wow, okay. Und ich glaube, hier müssen wir jetzt das hier verwenden. Wer bin ich? Und es bleibt ja nur noch Kate. Wir hatten ja alle befreit. Brian? Ah, dann kommen wir direkt hier raus. Brian! Wir gucken mal noch kurz, ob der Dialog jetzt anders ist oder ob das jetzt... Bist du okay?
Du warst ganz nah am Ausgang. Ist dir die Luft ausgegangen? Nein, ich weiß nicht. Ich war gefangen. Es ist schwer zu erklären. Es war, als sei man in einem Albtraum eingesperrt. Ich dachte, dass... Ganz ruhig. Ich verstehe dich besser als jeder andere, Brian. Jetzt bist du frei. Ah, okay, das Mädchen. Also ich glaube, hier ist es wieder gleich. Ich lasse einfach mal die Aufnahme laufen, werde jetzt aber aufhören zu kommentieren. Und wenn sich nichts verändert hat, dann wird hier gleich ein Cut sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass jetzt alles gleich sein wird, bis wir uns Hugo gegenüberstellen. Denn diesmal wird er den Dolch nicht haben. Okay, da wären wir wieder. Scheinbar ist jetzt der Dialog mit Hugo tatsächlich etwas anders, denn er spricht Brian direkt darauf an, warum er den Dolch gestohlen hat. Gucken wir mal, wie es sich diesmal entwickelt. Hör mit diesem Unfug auf. Du hast meinen Dolch gestohlen. Nein, gib es zu. Gib ihn wieder her. Nenn mir einen Preis, wenn es das ist, was du willst. Ich zahle dir alles. Ich kann auch den Status deiner ganzen Familie erhöhen. Alles, Pasternak. Aber du musst mir diesen Dolch wiedergeben. Ich entschuldige mich für alles, das ich dir angetan habe, okay? Ich gehe sogar auf die Knie, wenn du willst. Verstehst du nicht, dass ich hier jetzt der Chef bin? Die Hexe wird mich jetzt im Fadenkreuz haben. Ohne diesen Dolch... Bitte, Brian. Nein. Ich kann ihn dir nicht wiedergeben. Ich habe ihn nicht mehr. Aber du kannst dich entspannen, denn ich habe meinen Job gemacht. Ich habe mich um die Hexe gekümmert. Was? Gratulation! Dann kündige ich deinen Vertrag auf und erhältst den Bonus über 20.000 Credits sofort. Warte. Vorher möchte ich, dass sie eine Freundin von mir kennenlernen. So, könnte sein, dass es sich jetzt ein bisschen wiederholt, aber wir machen das jetzt einfach nochmal. Hallo Hugo, ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Das ist Ray Sintra, die Erbin der Familie. Nach den Statuten des Unternehmens hat sie das Vorrecht, Generaldirektor von Sintra Corp zu werden. Wovon redest du? Das ist unmöglich. Du wirst mir nicht im Weg stehen, Brian. Das Mädchen ist vor vielen Jahren verschwunden. Wenn sie es wirklich wäre, wäre sie viel älter. Wie willst du das beweisen? Nun... Hey du, geh da sofort runter. Hast du das gesehen? Das Unternehmen erkennt mich. Alles gehört jetzt mir, Herr Frosch. Das ist irgendein Zauber. Tut mir leid, Hugo, aber es ist wahr. Warte. Wir können eine Vereinbarung treffen. Wovon reden Sie? Was für eine Vereinbarung? Nun, wir könnten... Es gibt keine Vereinbarung. Es gibt keine Vereinbarung. Gefeuert, quack, 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 gefeuert. Sie ist die Hexe. Sie irren sich, Herr Frosch. Ich bin nicht die Hexe. Aber meine Schwester. Das ist alles deine Schuld, Brian. Hugo. Du hast alles vermasselt. Alles. Au. Okay, jetzt sind wir hier. Aber immerhin ist Hugo nicht tot. Also, ich meine, klar, er hat ziemlich viel Böses angestellt, aber ich weiß nicht, ob er deswegen unbedingt sterben musste. Ja, und wir haben Kate gerettet. Das ist vor allem toll, aber ich sehe sie hier gar nicht. Ich habe bereits mein Kündigungsschreiben. Ich kann dieses Irrenhaus verlassen und wieder nach Hause gehen. Ach so, da unten ist Kate ja. Oh, sorry, ich habe sie voll übersehen. Ich nehme an, die werden ja wohl das Gleiche sagen. Genau. Sie ist gerade im 10. Stock. Ich nehme an, dass die Dialoge hier gleich sind. Außer natürlich mit Kate. Gucken wir mal bei ihr. Kate, was tust du hier? Was für ein erster Tag, hä? Das kannst du laut sagen. Hier, den habe ich für dich gemacht. Oh, eine Tasse Kaffee. Sie hat dran gedacht, wir waren ja verabredet, ne? Zum Kaffee trinken.
Ich dachte, jetzt, wo der Tag vorbei ist, könnten wir endlich den Kaffee trinken, den ich dir versprochen habe. Mir wurde gesagt, dass man vom Dach aus einen herrlichen Ausblick hat. Ich wollte eigentlich den ersten Zug in die Außenbezirke nehmen. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Zeit habe. Oh, du kündigst deine Stelle? Ja, ich habe das Entlassungsschreiben hier. Es ist schwer zu erklären, aber sagen wir mal, dass ich nicht für diesen Job gemacht bin. Alles war ein Fehler. Bleibst du? Ich weiß, es klingt verrückt mit allem, was passiert ist. Aber ich glaube, es ist das Beste für mich. Heute habe ich so viel gelernt und ich bin sicher, dass morgen alles einfacher wird. Mit jedem Tag, der vergeht, wird es besser werden. Es wird schwer werden, da bin ich mir sicher. Aber ich denke, darum geht es doch, oder? Es tut mir leid, dass du gehst, Brian. Komm und besuche uns bald. Vergiss nicht, wir sind jetzt Freunde. Nur Freunde, Kate, nur Freunde, ist das alles? Upsala, die Tür ist aufgegangen. Okay, es war, glaube ich, gut, dass ich hier hinterhergelaufen bin. Okay, es ist wirklich ein ziemlich beeindruckender Ausblick. Vielleicht entscheidet er sich ja doch, hier zu bleiben? Im Betrieb? Ich meine, jetzt ist die Hexe ja fort sozusagen, also zumindest ihr Fluch. Jetzt ist Ray wieder die Vorsitzende des Unternehmens. Vielleicht ändert sich ja wirklich was, wobei ich Ray ziemlich gruselig finde, wie sie andauernd lacht wie eine Wahnsinnige, aber naja. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, dieses Ende noch zu machen. Das ist ja nun wirklich sowas wie ein Happy End. Ob sie jetzt wirklich zusammenbleiben, sei dahingestellt, aber zumindest ist alles gut ausgegangen. Mal gucken, ob wir noch was bekommen. Ja, cool, das hatten wir letztes Mal auch nicht. Ach, Corvo. Hey, Kaulquappe. Meine Arbeit im Unternehmen ist fast beendet. Ich habe schon alles, was ich brauche, um sie zu töten. Was? Komm, trink mit mir. Es war ein harter Weg hierher. Aber Sie gehen schon? Sie haben mir versprochen, den Gefallen zu erwidern, wenn ich Ihnen helfe. Nicht wütend werden, Kaulquappe. Vielleicht kann ich dir trotzdem helfen. Lass mal hören, was du willst. Ich will Macht haben. Was willst du? Ich will über allen stehen, an die Spitze kommen. Ich möchte magische Kräfte haben und frei fliegen können. Fliegen? Wovon redest du da nur? Nun, eben wie sie. Ich will so sein wie sie. Sie haben gesagt, sie könnten mir mit ihrem Voodoo-Zauber jeden Wunsch erfüllen, oder? Ja, Mann, aber... Sie können nicht gehen, bis sie ihr Versprechen gehalten haben. Nimm das. Das ist mein magischer Umhang. Ich schenke ihn dir. Magisch? Ja, natürlich. Er wird dir helfen, deine Wünsche zu erfüllen. Aber er arbeitet nur langsam. Es kann Jahre dauern. Und, naja, du musst auch deinen Teil dazu leisten. Und wenn du fliegen möchtest, dann musst du vorher springen. Du bist ein Lügner und dazu betrunken. Ich will deinen stinkenden Lumpen nicht. Hey, komm zurück! Scheiße. Ist das der jetzige Hugo, der den Umhang dann doch nochmal ausprobiert hat? Ich fürchte, er kann damit eher nicht fliegen. Wow, ein ziemlich düsteres und böses Ende. Also konnten wir Hugo letztendlich doch nicht retten. Er hat sich jetzt selber hinabgestürzt. Aber ja, mega gut gemacht alles. Ja, leider fehlt uns halt ein Video, ne? Was soll ich sagen? Oh, Moment. Hä? Ich schwöre, wir hatten in der letzten Folge geguckt, es gab 10 Videos. Da war doch nichts zum Runterscrollen zu einem 11. Video. Das ist echt mysteriös. Okay, wir haben aber alle Zwischensequenzen. Also müssen wir auch alle Enden freigeschaltet haben.
Moment, es gab doch letztes Mal auch keine Galerie. Oh, die sind ja voll hübsch. Die gucken wir uns einmal kurz an. Okay, das kenne ich. Das ist so der Standard, das Standardposter. Huch. Vom Soundtrack. Sehr cool. Brian. Oh, Herr Hugo sieht voll nett aus. Kate sieht sowieso super süß aus. Frau Sosa war ja mein Lieblingscharakter. Syntra und die Schlange. Brian und Syntra und Game Over. Oh, okay. Sonst haben wir immer nur ihn gesehen, nicht noch die Leute, die um ihn rumstehen. Originaler Soundtrack. Also ich glaube, hier sind neue Sachen dazugekommen. Ich glaube, es waren nur 4 Einträge vorher. Videoclub, Zwischensequenzen, Credits und Links. Genau, ich bin mir ganz sicher. Da gab es ein Update. Ach ja. So, ich wollte ja nochmal abschließend was auch zum Spiel sagen jetzt in dieser letzten Folge. Ja, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war eines der geilsten Games, die wir seit langem gespielt haben auf dem Channel, weil es auch einfach so alles... Ja, es ist alles zusammengekommen, was wir mögen, glaube ich, hier auf dem Channel. Horror, Pixel-Grafik, Adventure, Mystery und Rätsel und ein bisschen sowas wie Kämpfen, aber nicht so richtig, sondern eher so Ausweichen und sowas. Coole Story, also richtig geile Story und ja, es war einfach super. Verschiedene Enden, das mögen wir ja auch immer gerne. Und das ist einfach hier alles zusammengekommen. Die Musik war auch gut. Mir fällt immer wieder was ein, was noch gut ist. Die Zwischensequenzen. Also, was war eigentlich nicht gut bei diesem Spiel? Mir fällt fast nichts ein. Lasst mich kurz überlegen. Eigentlich fällt mir nichts ein, was mir nicht gefallen hätte. Es war richtig rundum geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich glaube euch auch, was ich so aus den Kommentaren entnehmen konnte, fandet ihr das auch richtig geil. Und ich kann einfach nur hoffen, dass von Baroque Decay, ja, zumindest demnächst dann wieder ein Spiel kommt. Sie haben ja hierfür auch ganz schön lange gebraucht. Das ist halt ein kleines Team. Ich weiß nicht, ich denke 3 Jahre, 4 Jahre haben sie dran gesessen. Also müssen wir uns ein bisschen gedulden. Ich hatte aber schon in den Kommentaren gelesen von der offiziellen Übersetzerin, dass wohl irgendein Special kommen soll noch dieses Jahr. Sowas wie ein kostenloser DLC oder sowas mit noch irgendeinem Abschnitt oder... Keine Ahnung, also es gibt nichts Genaues, aber natürlich, wenn das kommen sollte, dann spielen wir das noch und darauf freue ich mich auch schon sehr. Na gut, meine Lieben, dann hoffe ich, dass wir bald wieder so ein cooles Spiel finden, was zumindest annähernd hier ranreicht. Es wird schwierig, aber ich gebe mir Mühe, was Schönes zu finden. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play-Projekt wieder. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.